Ich habe jetzt eine goldene Scar, Leute, aber Silenced SMG ist mega geil. Servus Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Fortnite, heute Solo und heute ist ein kleines Update, also kein Update, sondern eher ein Hotfix rausgekommen, aber man kann es schon als Update betiteln. Und zwar ist die Silenced SMG, also die schallgenervte SMG, endlich verfügbar und ich würde sie auch gerne finden. Sie sollte nicht so schwer sein zu finden, denn es ist eine gewöhnliche Waffe, also es heißt ein weißer Gegenstand. Wir landen mal wie die größten Bros bei Retail Bro. Wie gesagt, es ist, ich weiß nicht, ob es in anderen Seltenheitsgraden sie auch noch gibt, also irgendwie episch oder legendär. Wäre auf jeden Fall cool. Und ich bin gespannt, wie sie sich spielt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich besser als die normalen SMGs spielt, weil die benutzt ja eh keine Sau, weil die so schlecht sind. Höchstens am Anfang. Aber sobald man eine bessere Waffe gefunden hat, wechselt man sie aus. Ja, wie gesagt, die ist schallgedämpft und die Entwickler haben schon gesagt, die ist nicht so laut wie die anderen Waffen, das heißt, man kann sie nicht auf so eine große Distanz hören. Aber in Fortnite, finde ich, ist es immer noch, also auf Geräusche kommt es nicht so sehr an, wenn der Gegner schießt. Man kann immer noch die Kugeln selber sehen, die fliegen ja wie Laserstrahlen durch die Gegend. Und hinzu kommt, dass man in Fortnite ja angezeigt bekommt, von wo man, aus welcher Richtung man abgeschossen wird. Zum Beispiel in PUBG. Dann nehmen wir das mal. Alter, das klemmt hier. Meine Fresse. Kennt ihr das? Ich kann es eigentlich nicht rausholen. In PUBG. Oh, wir haben sie gefunden, Leute. Wir haben sie gefunden. Okay, so schwer war es ja echt nicht. Mal gucken, ob sie was taugt. Im Nahkampf. Eigentlich habe ich ja Schrotflinte, aber ich will jetzt unbedingt die Waffe testen. Deswegen gehe ich auf Gegnersuche. Oh, ich sehe da einen. Da rennt schon einer. Versuchen wir mal zu killen. Der geht jetzt dieses Haus looten. Und der ist jetzt da oben. Oh, ich will da rein, Leute. Wir werden mal versuchen, stealth hier reinzugehen. Ach scheiße, der hat die Tür hinter sich geschlossen. Oder der ist durch die Garage rein. Ja, dann warten wir etwas auf ihn. Ich will auf jeden Fall ein paar gute Schüsse hinbekommen, um zu gucken, wie gut die Waffe ist. Ob sie was taugt. Und der... der. Oh, Leute. Der hat ein goldenes Scar gefunden. Alter. Aber die gefällt mir übelst. Ich hatte überhaupt keinen Rückstoß. Wie viel hat ein Headshot gemacht? 73? Und da hinten. Ich habe jetzt eine goldene Scar, Leute, aber Silenced SMG ist mega geil. Selbst vom ersten Kill. Kann man schwer sagen. Nach nur einem Kill, aber irgendwie finde ich sie krass. So finden wir auch den anderen Gegner. Oh, da ist noch eine Kiste. Okay, Moment, wir bauen uns hier hoch mit Metall. Ich hab noch eine Kiste, überall Kisten. Ich will aber... Boah, die ist mega. Boah, wie diese schießt, die verzieht überhaupt nicht. Der Gegner weiß jetzt nicht, wo ich bin. Gleiche könnte man von mir behaupten. Jetzt einfach hier rein. Oh, bei mir ist es geleckt. Aber hat er uns überhaupt getroffen? Ich glaube nicht, oder? Holy shit. Also ich finde sie mega geil. Mein Gott, musstest du die Treppe hier hinbauen. So. Bisschen Muni sammeln. Ohne Sprung. Hier. Launchpad heißt das Ding. Haben wir auch. Und hoffentlich sind hier ein paar... Bilder drin? Nein. Ich hab's auch noch eine Kiste. So ein bisschen laggy ist das bei mir. Wo habe ich die andere Kiste gesehen? Da. Oh. Hüpfen hier rum wie ein Clown. Oh, noch eine. Okay, wie ihr sehen könnt, die ist nicht so selten. Ich nehme mal Granaten mit. Die ist nicht so selten, aber ich finde sie übelst geil. Also, besonders auf jetzt mittleren. Auf mittlere Fights. Ich wette, die Legendary Scar ist auf lange Sicht, auf lange Strecken besser. Natürlich nicht so gut wie ein Sniper, aber trotzdem. Und wir müssen... Okay, wir sind eh fast da. Ich gehe mir noch schnell mal die Muni holen. Ich spare gerade die Muni. Wie ihr sehen könnt. Haben wir später zum Endgame viel mehr Munition.
Aber wie gesagt, ich will gerade. Das ist halt so lustig gerade. Ich finde am Anfang eine Legendary Scar und dann will ich doch mit der Silenced SMG rumlaufen. Weil vom Schussgefühl ist die eigentlich mega, weil die verzieht überhaupt nicht. So, mal gucken, ob wir noch ein paar Gegner finden. Oh, das nehme ich doch mit. So, dann heilen wir uns. Nein, nicht die Silenced SMG weglegen. Oh, schnell in meine Hand. Okay. Hier wird rumgeschossen. Da. Alter, wie sch. Okay. Ich habe keine Dinger mehr. Boah, Alter, wie ich die mag. Okay, ich glaube, für hier auf die Distanz nehmen wir mal die Scar. Aber sonst, um die Gegner zu überraschen, vor allem der, wie gesagt, der hört dich nicht. Ja, ist nicht gut. Will er weglaufen oder will er uns flankieren? Das hier ist die Frage. Ja, der will uns flankieren. Die Scar macht natürlich so viel Schaden. Die haut die Gebäude einfach weg. Und finishen tun wir mit der Silenced SMG. Nice. Ich liebe die Silenced SMG. Wer braucht schon eine fucking Schrotflinte im Nahkampf? Und auf mittlere Range geht einfach die Silenced SMG. Och Gott, Alter, Leute. Yo Leute, GG RIP würde ich mal sagen. Der Gegner hat da am Ende einfach zu viel Schild gehabt und ich habe beim Aimen hart gefailt. Aber egal, das sollte nur ein kleiner Einblick sein. Ihr solltet einfach nur die neue Waffe sehen. Wie findet ihr sie? Also mein Fazit ist, die ist mega geil. Sie hat mega viel Munition, schießt mega schnell, klingt mega sexy und natürlich verzieht sie überhaupt nicht. Wir hatten zwar nicht so viele Stealth Kills auf die Reihe bekommen. Ich glaube einen von hinten, wo wir den Gegner überrascht haben. Aber ich finde sie mega geil. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich sie benutzen sollte oder die Legendary Scar. Der patched ist oder beziehungsweise der Hotfix ist erst vor einer halben Stunde erschienen. Das heißt, die ist brandneu, greift zu. Und nächste Woche oder nicht nächste Woche, bald als nächstes kommt die Smoke Grenade, wie ich auch gesehen habe. Wird auch auf jeden Fall lustig. Ich weiß nicht, ob Fortnite Smoke Grenades braucht, aber Smoke, also Rauchgranaten gibt es eigentlich in jedem Shooter. Aber in Fortnite war es jetzt kein Problem, dass man keine Smoke-Granaten hatte, weil man kann sich ja einfach, ja, wenn man irgendwie über ein offenes Feld rennt, kann man sich einfach Mauern bauen oder so. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber mal gucken. Egal, Leute, schreibt euer Fazit in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, euer Qualitativ.